Antoni Mkyahia Abdulmateni ist ein bildender Künstler, der mit seiner Freundin, der Kunstgalerieleiterin Brianna Kartfrich Tayona Paris in Chicago lebt. Eines Abends erzählt Briannas Bruder Troy Nathan Stewartjaret die urbane Legende von Helen Lühle Virginia Madsen, einer Weihenstudentin, die in den Frener Jahren einen Amoklauf beging. Die Geschichte besagt, dass ihr Amoklauf in einem Lagerfeuer außerhalb der Cabrini-Grehen-Siedlung gipfelte, wo sie versuchte, ein Kleinkind zu opfern. Die Bewohner konnten das Kind vor Helen retten, bevor sie in einem offensichtlichen Akt der Selbstverbrennung im Feuer umkam. Antoni, der verzweifelt nach einem kreativen Funken sucht, um seiner Karriere eine Wende zu geben, greift diese Geschichte auf und streift auf der Suche nach Inspiration durch Cabrini-Grehen. Schließlich hat er eine zufällige Begegnung mit William Burke Colman Domingo, einem Waschsalonbesitzer, der ihn in die Geschichte von Candyman einfährt. Als Burke ein Kind war, hatte er eine beängstigende Begegnung mit Sermon Fields Michael Hargrove, einem hakenhändigen Mann, von dem die Polizei glaubte, er habe eine Rasierklinge in ein Bonbon gesteckt, das in den Händen eines Waisenmädchens landete. Burke machte die Polizei versehentlich auf seine Anwesenheit in den Händen eines Hochhauses aufmerksam, woraufhin sie Sermon zu Tode prügelte. Sermon wurde später entlastet, als weitere Kinder Sichtkeiten mit Rasierklingen erhielten. Die Legende besagt, dass die fünfmalige Wiederholung des Namens Candyman vor einem Spiegel Sermons Geist heraufbeschwört, worauf wohin er im Spiegelbild erscheint und denjenigen tät, der seinen Namen ausgesprochen hat. Inspiriert davon entwickelt Antoni eine Kunstausstellung über die Legende von Candyman und stellt sie in Briannas Galerie aus, ist aber entsetzt, als er nicht die erhoffte Reaktion erhält. In dieser Nacht werden einer von Briannas Mitarbeitern und seine Freundin von Candyman abgeschlachtet, nachdem sie fünfmal seinen Namen vor einem Spiegel gesagt haben. Ihre Leichen werden am nächsten Morgen von Brianna entdeckt. Weitere Menschen werden gettet, nachdem sie Candymans Namen wiederholt haben, darunter ein Kunstkritiker und eine Gruppe von Teenagermädchen. In der Zwischenzeit macht Antoni eine kapärliche Veränderung durch, die von einem Bienenstich herrt, den er bei einem Spaziergang durch Cabrini-Grehen in die Hand bekam. Der Stich entwickelt sich zu einem Schorf, der sich auszubreiten beginnt und seinen ganzen Körper bedeckt. Antoni geht später in ein Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen, wo er erfährt, dass seine Mutter bei seinen Geburtsort gelogen hat. Antoni besucht bald darauf seine Mutter Vanessa Williams, die ihm offenbart, dass er das Barbie war, das Helen Lühle in der Nacht ihres Todes aus dem Feuer gerettet hat. Die Wahrheit ist, dass Helen ihn vor Candyman gerettet hat, der ihn entfernt hatte und ihn im Feuer opfern wollte, aber sie hat ihm nie davon erzählt, weil sie wollte, dass Antoni die Chance auf ein normales Leben hat. Die Gemeinschaft hatte geschworen, die Legende von Candyman nach dieser Nacht nie wieder zu wiederholen, und seine Mutter fürchtet, was mit Antoni geschehen wird, nachdem jemand ihren Pakt gebrochen hat. Antoni findet sich mit seinem Schicksal ab und wandert durch die Reihenhuser von Cabrini-Grehen. Brianna, die sich Sorgen um Antoni macht, erinnert sich, dass er erwähnt hat, er habe von Burke von Candyman geehrt, und macht sich auf den Weg nach Cabrini-Grehen in der Hoffnung, ihn zu finden. Dort angekommen, bewältigt Burke Brianna und bringt sie zu einer verlassenen Kirche, in der Antoni in einen Fugui-Zustand verfallen ist, während sein Körper weiter verfällt. Burke enthält, dass er nicht nur Zeuge war, wie die Polizei Sermon zu Tode prügelte, sondern auch, wie Sermon später als Candyman zurückkehrte und seine ältere Schwester abschlachtete, als sie ihn vor dem Badezimmerspiegel ihrer Wohnung rief. Er plant, Antoni von der Polizei erschienen zu lassen, um eine neue Legende zu schaffen, in der Candyman eher ein Instrument der Rache als ein Symbol für den Schmerz und das Leid der Schwarzen ist. Um Antonis Verwandlung in Candyman zu vollenden, zieht er ihm die rechte Hand ab und ersetzt sie durch einen Haken. Brianna gelingt es, aus der Kirche zu entkommen, und sie wird von Burke in die Reihenhuser von Cabrini-Grehen gejagt, wo sie ihn brutal ersticht. Antoni taucht auf und bricht in ihren Armen zusammen, als die Polizei, die von Burke zum Tatort gelockt wurde, auftaucht und Antoni erschießt. Brianna wird in Handschellen auf den Rücksitz eines Polizeigeländewagens gelegt, wo ein Beamter versucht, sie einzuschüchtern, damit sie zugibt, dass Antoni den anderen Beamten provoziert hat, ihn zu erschießen. Brianna benutzt den Rückspiegel des Wagens, um Antoni, jetzt Candyman, herbeizurufen, und er massakriert alle Polizisten am Tatort. Als weitere Polizisten eintreffen, nimmt Candyman das Aussehen von Daniel Robitaille Tony tot an und gibt Brianna eine einzige Anweisung.
Erzähl es allen.